Was waren das für Feiertage, an denen es nichts zu feiern gab? Hallo und herzlich willkommen. Glück auf zum Legenden-Talk mit euren Legenden Klaus Fischer und Rüdiger Abramczyk. Jungs, das war eine harte Nummer, ne? Der Sonntagabend, dann gestern noch die U17 ausgeschieden mit roter Karte und nicht gegebenem Tor zum Gesamtausgleich. Bitter, bitter alles. Ja, das kann man so sagen, weil letztes Mal haben wir doch darüber gesprochen, also ganz wichtiges Spiel in Hoffenheim, dass man versuchen muss, das zu gewinnen, aber wir konnten das Spiel nicht gewinnen, weil wir erstmal viele Fehler gemacht haben, die zu Toren geführt haben und Gott sei Dank haben wir einen Torwart drin gehabt, der wirklich sehr, sehr gut gehalten hat und von daher brauchen wir uns nicht zu beschweren, weil da, was wir da abgeliefert haben, vor 15.000 eigene Fans, da war im Abstiegskampf viel, viel zu wenig und man hat sich gar nicht richtig aufgebäumt, auf Deutsch gesagt. Ja, und dann verlierst du diese Spiele. Und wenn man die Tore sieht, die wir bekommen haben, ja, da habe ich die Möglichkeit, immer das erste Tor, dass ich den nach links weghauen kann. Und beim zweiten, einen so einen erfahrenen Mann, der so hingeht und einen Elfmeter macht, ja, dann geht's einfach nicht. Und, ja, nicht nur hinten. Jens hat ihn gespielt und vorne, ja, da ist die Nullnummer immer angesagt, so ungefähr. Und deswegen, was haben wir gesagt? Wenn du kein Tor schießt, kannst du kein Spiel gewinnen. Und so wird es in jedem Spiel sein. Und so wird es auch später, sollten wir absteigen, in der zweiten Liga, das wird anders. Wenn du keine Tore schießt, dann siehst du alt aus. Ob du Schalke 04 heißt, Hamburg SV, egal wer. Ja, da hat er jetzt schon eine ganze Menge angesprochen. Ne? Nach vorne nichts passiert. Gut, es gab sogar in der ersten Halbzeit, die schlecht war, zwei Alu-Treffer. Ne? Wenn du nach 37 Sekunden in Führung gehst, der Baumann guckt immer nur hinter so her bei Bülter, hinterher der Kopfball von Yoshida direkt nach dem 0-1, wenn du da das 1-1 machst mit den 15.000 im Rücken, läuft die Nummer anders, brauchst ein bisschen Glück, haben wir aber generell nicht. Ne? Schalke hat, habe ich gelesen, schon 11-mal Pech gehabt mit dem Pfosten, nur Bayern und Leipzig mehr, die natürlich auch viel mehr Abschlüsse haben. Ne? Also das ist also im Prinzip haben wir noch mehr prozentual mehr Pech als die. Bochum hat zum Beispiel nur 4-mal Pech gehabt, ne? Und dafür aber irgendwie 18-mal Glück oder so. Also das ist so eine Nummer, da müssen die entscheiden, wenn du so relativ schwach bist, dann müssen die entscheidenden Situationen natürlich also, für dich laufen, ist aber nicht. Dann hält er den Elfer. Dann lässt er den wiederholen. Ja, er war einen Schritt vorne, aber es kommt meistens alles dazu, da muss man auch sagen, Jörg, aber du hast ja vollkommen recht. Aber komischerweise, die anderen Mannschaften, wie der Klaus schon sagt, die machen immer mal ein Tor, ja, und gehen mal in Führung, ja, und holen ihre Punkte irgendwie. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben so viele Zuschauer da gehabt und wir haben wirklich so viele Ausfälle in der Mannschaft gehabt. Richtige Ausfälle. Und die kannst du auswärts, da kannst du nicht auswärts gegen arbeiten, wenn du 3, 4, 5, 6 Ausfälle hast. Das verkraftet keine Mannschaft. Das Einzige, was wirklich war, war Fährmann und Bülter, die jetzt eigentlich für mich so die normale Form noch hatten. Ja, Bülter hat noch was unternommen. Aber Starke, ich weiß, ich frage mich immer, die haben alle gesagt, der ist so schnell, der geht ab, haut Flanken rein. Ich sehe nicht eine Flanke, ich sehe nicht einmal, wie schnell der ist. Dann haben wir Frei vorne, der rennt und rennt und rennt, macht aber Fehler wie ein kleiner Junge. Ja, und das ist zu wenig in der Bundesliga, das muss man einfach so sagen. Also, wie Klaus schon gesagt hat, wenn du keine Tore machst, dann musst du mindestens stabil hinten stehen. Das wir ja eine Zeit lang auch gut hatten, das muss man wirklich sagen. Also mit unseren 3 Mittelfeldspielern, die vor der Abwehr standen. Jetzt spielen wir nicht mehr mit 3 Mittelfeldspielern vor der Abwehr und kriegen natürlich auch sofort Tore rein. Ich weiß nicht, ob das nicht ein Mittel gewesen wäre, so zu spielen. Vielleicht mit Bülter als Spitze, als Einzigste und dann einfach mal nur 2, 3 Jungs hinten dran, die aber auch im Mittelfeld zurückarbeiten. Und Bülter würde ich einfach mal vorne stehen lassen. Der ist der Einzige, der was unternimmt und der auch Selbstvertrauen hat. Das muss man einfach sehen. Also und Hoffenheim, die wussten, um was es geht. Die haben jetzt, glaube ich, 28 Punkte und die haben auch vieles viel getan, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben nur
Die Fehler, die wir gemacht haben, sind mitgelaufen und mitgespielt, mehr nicht. Dass wir uns hinterher standen vor unseren 15.000 Zuschauern und haben uns feiern lassen. Für was denn? Für die Niederlage? Ja, hallo, Probleme. Es sind 15.000 dabei, die hinter der Mannschaft stehen. Weißt du, du kannst dich auch noch erinnern zu unserer Zeit. Nach 10 Minuten, wenn es gelaufen ist wie die, bei denen, wurde ich schon gepfiffen. Du hörst nicht einen Pfiff. Vielleicht ist es mal gar nicht so schlecht, wenn man Pfiffe hört, dass man wach wird, dann sagt, hallo, wir müssen was tun. Ja, ich denke, die Fans haben sich gedacht, jetzt vor dem letzten Spiel da noch was aufmachen, ne? Vor dem großen Spiel gegen Hertha, was die Nummer ist, die wieder den anderen Weg einschlagen soll, wo endlich wieder was nach vorne kommt, ne? Nachdem wir jetzt zweimal verloren haben, zweimal ja so ein bisschen Rückfall in die alten Zeiten, kein Tor geschossen, ne? Und immer mal wieder. Ja, man hätte sich doch vorher hätten wir das vielleicht schon machen müssen. Jetzt in der entscheidenden Phase, das ist natürlich ganz schwer, jetzt gegen Berlin, da musst du gewinnen. Da gibt es nichts anderes als ein Sieg für Schalke. Sonst ist passiert. Ja gut, man hat natürlich auch nicht sag mal, gehofft, dass wir in Hoffenheim was holen. Das haben wir nicht gemacht. Das ist für mich eigentlich auch schon wieder hier die letzte Chance gegen Hertha. Wenn du gegen Hertha auch nur einen Punkt holst, dann glaube ich, dass es nicht mehr möglich ist, noch drin zu bleiben, weil wir haben, glaube ich, noch vier Auswärtsspiele, glaube ich, oder? Ja. Also da hast du Freiburg, dann hast du Bayern. Mainz, Bayern und Leipzig auswärts. Das sind richtig harte Dinger. Und da geht es bei dem einen oder anderen noch um die Meisterschaft, bei dem einen geht es um Champions League und der eine, der hängt da so ein bisschen mit bei, das ist Mainz. Freiburg, die müssen ja auch noch was tun. Also da wird schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da glaube ich auch nicht, dass wir auswärts was holen. Also wir müssen jetzt hoffen, dass die anderen nächste Woche, die haben auch alle schwere Spiele, dass die alle verlieren und wir einfach härter schlagen. Dass wir immer noch dranbleiben. Vielleicht mit Glück, dass ich ja immer gesagt habe, vielleicht haben wir Glück und kommen zum drittletzten Platz. Da musst du aber viel Glück haben. Aber wir haben auch ein scheiß Torverhältnis. Und deswegen werden wir da Schwierigkeiten kriegen. Da wird wahrscheinlich einer an uns vorbeirutschen, mit einem Punkt gleich, wie wir auch, und dann hängen wir unten drin. Aber wir haben öfter schon mal gesagt, du musst einmal ein Spiel gewinnen, wo man nicht mitrechnet. Naja. Weil das machen der andere auch, wenn man zurückdenkt. Aber du verlierst auch Spiele, die du gewinnen musst. Und gewinnst keins, wo du vielleicht drei Punkte holen kannst, wo du gar nicht mitgerechnet hast. Und das ist eine ganz schwierige Kiste, in der wir jetzt sind. Und das wissen die Spieler auch. Ja, und meistens, wenn du gezwungen wirst, nicht, dass man verkrampft, wenn man Fehler macht, dass man die Köpfe hängen lässt und so weiter. Das ist eine ganz schwierige Sache. Und ich habe es ja gesagt, da muss einmal wirklich von der Mannschaft was kommen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, zu Hause gegen Bielefeld, wo du die zwei Tore gemacht hast, wo wir in der Halbzeit hinten lagen. Ist nichts passiert. Keiner hat was gesagt, weder der Trainer noch der Präsident, niemand. Bis mir der Kragen geplatzt ist. Ja, und dann haben wir in der zweiten Halbzeit vier Tore gemacht, haben wir 4-1 gewonnen. Das sind so Situationen, die muss auch vielleicht einmal von der Mannschaft kommen. Aber wer soll das denn sagen von ihnen? Ich glaube, der größte Unterschied in den beiden Spielen jetzt nach dieser Länderspielunterbrechung war, dass wir nicht mehr so leidenschaftlich nach vorne verteidigt haben, aktiv verteidigt haben. Jetzt laufen wir nur hinterher. Ne, wir haben, klar, bei der Qualität von Leverkusen könnte man sich das so noch erklären, aber in Hoffenheim da nur zu reagieren und nicht mehr selbst zu agieren, das... Aber Hoffenheim hat auch unheimlich zwei, drei schnelle Spieler, das muss man auch sagen. Also da war ja auch die eine oder andere Situation, wo der Ralf Fährmann da also auch noch super gehalten hat. Also man hat die Geschwindigkeit. Uns fehlen fast allen Spielern so ein bisschen die Geschwindigkeit. Außer Bülter, der ist der Einzige, der mal einen Ball nimmt und mal losrennt und der auch eine Geschwindigkeit hat. Da sieht man dann aber auch gleichzeitig, dass der auch dann zum Abschluss kommt. Wir haben leider zu viel Spieler, die jetzt, sage ich mal, so eine Geschwindigkeit haben, ja, und keine Sprinter. Und das kannst du in der Bundesliga eigentlich, mit nur solchen Leuten wirst du in der Bundesliga nicht viele Spiele gewinnen. Das ist schon hart, wenn du siehst, dass der Spieler
X, weiß nicht, wie er heißt, mit Ball schneller ist du ohne Ball. Das hat man ja oft gesehen. Ja, so einen Schnellen haben die Herthaner natürlich auch, ne? Luke Bacchio, schon 10 Saisontore, davon 4 Elfmeter, aber immerhin, da müssen wir richtig gut aufpassen. Klar, wir müssen gewinnen, haben wir schon gesagt. Wie stellen wir das denn an? Also Kevin Prince, Boateng will alles dagegen tun. Boateng, also wenn Boateng jetzt unschlägt, dann weiß ich wirklich nicht mehr. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube einfach, wenn der Jens spielt, der könnte den verhaften. Der ist eigentlich so von der Schnelligkeit her, wenn er fit ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber der würde den wahrscheinlich auffressen, auf Deutsch gesagt. Also Boateng, also Freunde, also besten Willen, also... Was der hier bei uns gespielt hat, also, da brauche ich doch keine Angst vor zu haben. Also wenn ich vor dem Angst habe, dann kann ich gleich nach Hause gehen, oder? Ja. Der hatte hier gespielt, Also wenn er schon 110 Jahre alt wäre. Ja. Also, ja, aber der ist wichtig für Hertha, um die ihn auf den Platz zu führen und den mit immer mal wieder ein paar Nicklichkeiten hier und da, ne, so ein bisschen, der macht so ein bisschen den Bösen aus der Hut. Aber Lupacchio, man kennt ihn ja. So, da bin ich erstmal als Abwehrspieler aufmerksam und bleib dran. Und wenn die lange Bälle schlagen, dann muss einer ein bisschen dahinter absetzen. Da kann er auch nichts machen. Und von daher, ja. Ja, wenn ich ihn laufen lasse, wenn ich auf einer Linie spiele und der wird steil, gut steil gestickt, dann sagt er auf Wiedersehen. Aber da muss ich was gegen tun. So einfach ist das. Aber ja, Thomas Reis wird sich ja was einfallen lassen, das ist ja okay. Auch. Also der kennt da nun Hertha auch, der hat ja auch ein paar Mal dagegen gespielt und der weiß schon, wen er da drauf ansetzt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt wieder so spielen wie... In Hoffenheim muss ich ganz ehrlich sagen, da hoffe ich nicht. Die Abwehr, die stand überhaupt nicht. Hinten auf der linken Seite war eine Katastrophe, in der Mitte war eine Katastrophe. Also so kannst du auch nicht spielen. Also ich glaube schon, dass wir da, wenn Jens spielt, da schon wieder ein bisschen mehr Sicherheit reinkommt. Und auf der linken Seite müsste er sich was einfallen lassen. Also da war jetzt richtig Alarm in Hoffenheim. Das muss man einfach sehen. Und sonst hätte er ihn ja auch nicht nach 35 Minuten runtergenommen. Aber man hat gesehen, dass er auch nicht richtig fit war. Ja, Aurian sprichst du an, ne? Der sich eben auch in den Zweikämpfen überhaupt nicht behaupten konnte gegen Kader Žabek. Ja. Und dann haben die jeden Ball da über die Seite gespielt. Ja, Hertha ist natürlich auch eine enorme psychische Frage. Ne? Kriegst du es hin, kriegst du es nicht hin? Gegen Bochum und Stuttgart haben wir es hingekriegt. Jetzt gegen Hoffenheim offensichtlich nicht. Ne? Liegt das vielleicht daran, dass es nur noch so wenig Spiele sind, dass das auch noch mehr gestiegen ist? Ja, es werden immer weniger Spiele und wenn du die Spiele nicht gewinnst, und wie gewinnt man Spiele? Über Kampf von der ersten bis zur letzten Minute, aber auch zu den Leuten gehen und nicht zuschauen, wenn die den Ball abspielen, erst dann hingehen. Du musst, ich habe es immer gesagt, ein wirklich großer Trainer hat gesagt, du musst das Spiel lesen können. Kannst du das nicht, bist du immer zu spät. Immer. Gerade im heutigen Fußball, wo du im Raum spielst. Zu unserer Zeit, da war es relativ einfach, weil Manndeckung, du musst bei dem bleiben. Da war die Aufgabe gut. Leicht. Aber jetzt, wo du vorher erkennen musst, aha, da habe ich gespielt, da muss ich hin. Und das, wenn du das nicht machst, dann läufst du hinterher, du kommst nicht am Ball, weil wenn der Gegner am Ball ist und dann gehst du nicht zu spät. Gut, die Abwehrspieler haben ja früher auch ein bisschen Probleme mit uns gehabt, weil wir doch verhältnismäßig viele schnelle Spieler in der Truppe hatten. Das darfst du nicht vergessen, Klaus. Ne? Also ja. Die haben da sich auch schon Gedanken drüber gemacht, wer geht zum Fischer, wer geht zum Erwin Krämers, wer geht zum Abi, wer geht zum Hannes Bongas. Also da war dann schon auch aufgeteilt, wo ein Trainer dann gesagt hat, naja, ich muss mal schauen, wen ich da am besten aufstelle. Ne? Ja, Wenn du schnelle Leute hast, hast du heute einen riesen Vorteil, ganz einfach. Wir haben uns auch im Zweikampf durchgesetzt, weil wir das im Training auch geübt haben. Heute brauchen die das ja gar nicht. Die spielen im Raum, im Training und im Spiel, aber wir waren Mann gegen Mann. Da musst du dich auseinandersetzen. Wenn ich gegen Rolli gespielt habe, Sturm gegen Abwehr, da war der Wettkampf. So. Und dann bist du ins Spiel gegangen, egal wer das war, hast du weiter, du wusstest, du spielst gegen den, hast Wettkampf, immer. Und da musst du dir einfach lernen, dich durchzusetzen. Setzt du dich nicht durch, dann spielst du auch nicht.
Und in diesem Augenblick, in so einer Situation, musst du natürlich auch gucken, dass du von vornherein in so einer aktiven Rolle bist, ne? Und nicht nur irgendwie, ja, so zweifelnd rangehst, sondern mit den Fans im Rücken, die ja mit Sicherheit wieder voll da sein werden, das Ding sofort in die Hand nehmen, ne? Und auch mal da Zeichen nach vorne setzen. Was in Hoffenheim für mich so bezeichnend war, war, dass du überhaupt nie eine überraschende Aktion drin hast nach vorne. Jeder weiß immer genau, der spielt jetzt von da nach da und dann spielt der von da nach da und der spielt wieder dahin, weil da ist die Lücke jetzt zu und dann wird wieder, ne? So, da muss ja auch mal ein bisschen mehr Tiefe angeboten werden. Ja, vielleicht werden. Da haben wir auch zu wenig wieder, wie der Klaus vorhin schon sagte, zu wenig mit dem Kopf gesagt, naja, jetzt spielen wir langsam Fußball und dann haben wir wieder vergessen zu kämpfen. Wir sind aber nicht so stark im Fußballbereich, dass wir sagen, ohne Kämpfen geht's. Nein, das wird nicht passieren. Dafür ist die Mannschaft zu schwach. Du musst gegen solche Mannschaften Ärmel hochkrempeln und Gas geben und zeigen, dass du denen wehtust. Sonst hast du richtig Schwierigkeiten. Wenn du nur Fußball mit denen spielen willst, hast du keine Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen. Ganz einfach. Und die Spiele, die wir eigentlich geholt haben, auch Auswärtsspiele oder auch die Heimspiele, da waren die Jungs, da waren sie gallig, da waren sie dran. Ich kann das sogar sagen, dass sie hier, gut, gegen Hertha werden sie auch, also wenn du gegen Hertha nicht kämpfst und beißt und kratzt und was weiß ich, ja, dann sind wir sowieso abgestiegen. Die hätten sich das Spiel anschauen müssen im Pokal Bayern gegen Freiburg. Wie die 90 Minuten gekämpft haben, drauf waren, Bayern konnte nicht spielen. Da hat die eine oder andere Chance gekriegt, hat der Bayern immer. Aber die haben sich gewehrt. Ja? Und das, wenn du das nicht kannst, dann wirst du in den nächsten Spielen. Wir haben ja keine Spiele, wo man sagen kann, ja, das machen wir im Vorbeigehen. Nein, wir haben Bayern, wir haben Leipzig, wir haben Freiburg und Bremen. Bremen ist außen vor, die haben sich schon gerettet. Es wird ein unheimlich schweres Spiel und dann musst du fighten, Gas geben bis zur ersten Minute, bis zur letzten Minute und nicht dumm. Das kommt noch dazu. Ja, nicht, dass du dir gelbe Karten holst, wo gar nicht nötig ist. Ja, das sind so Situationen, ja, wenn du das nicht erkennst und dann machst, ja, dann geht's nicht. Ja, hoffen wir mal drauf, dass die Statistik uns einen kleinen Hinweis gibt, ne? Denn Hertha ist die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga. Die haben erst 5 Punkte geholt, einen Sieg, 2 Unentschieden, den Rest haben sie verkimmelt auf fremden Plätzen und dann hoffen wir mal, dass das so bleibt am Freitag. Insgesamt, wenn wir auf das Restprogramm gucken, ist das noch die einzige Mannschaft von unten, haben wir schon rausgearbeitet für uns. Und andere, die haben noch, wie Hertha zum Beispiel, die spielen noch gegen Schalke und gegen Stuttgart. Stuttgart spielt gegen Hertha und Hoffenheim noch. Ne? Bochum, ja, die haben in Hertha am 33. Spieltag. Ne? So. Stuttgart spielt gegen Hoffenheim am letzten Spieltag. Du weißt ja, wie es aussieht, die letzten Spiele, wenn für den einen oder anderen Club um nichts mehr geht. Ja. Ja. Das ist eine ganz gefährliche Kiste, sich darauf zu verlassen, wir haben noch 3 Spiele. Ja, was haben wir für welche und was haben die für welche? Also, wenn du das, man muss das ehrlich sein, wenn wir gegen Hertha Berlin zu Hause nicht gewinnen, dann ist die Rettung nicht mehr da. Kaum noch möglich. Kaum noch möglich. Kaum noch möglich, denn solange Fußball ist alles möglich, Jungs. Möglich. Wir hoffen immer noch, ne? Es wird nur immer weniger wahrscheinlich dann. Aber klar. Also der Dreier muss, wir nicht abgestiegen sind, glauben wir. Der Dreier muss hergehen, auch um wieder für die ganz schweren Spiele danach dann Selbstvertrauen zu bekommen. Dann holst du vielleicht mal gegen irgendeine Mannschaft ein Punkt oder 3 Punkte vielleicht. Aber wenn das in die Hose geht, ja, überleg mal, dann ist er härter. Erstmal weit weg, die anderen sind so 5-6 Punkte weg. Ja, wie soll das denn dann gehen? Das ist jetzt erstmal, sagen wir mal, Hertha Berlin. Alles andere musst du hinten anstellen, aber mit Energie, da muss das Stadion hier, ein Beben muss durch das Stadion gehen, aber nicht von den Zuschauern von da unten. In diesem Sinne.
Ne? In dem Sinne. Ja, draußen ist schon heiß, geht aber erst am Freitag weiter. Ne? So lange müssen wir noch warten. Und das ist schnell, der Freitag ist schnell da. Ja. Vielen Dank, Abi, Klaus. Ja, und dann hören wir uns nächsten Montag hoffentlich mit 3 Punkten mehr. Und bei den anderen Spielen könnte sogar sein, dass wir auf Platz 16 springen können. Und auch das wird ja noch mal ein bisschen neuen Mut geben. Ne? Ja. Vielen Dank, tschüss und Glück auf. Ja, Glück auf.